Also es ist eins der wichtigsten Brückenbauprojekte hier in der Region Rhein-Main. Es ist eine Brücke, die über rund 60 Jahre bestanden hat, in die Jahre gekommen war, sodass die Autobahn beschlossen hat, hier zwei neue Brücken eben an dieser Stelle zu errichten. Die Salzbachtalbrücke beinhaltet grundsätzlich eine 300 Meter lange Brücke, die auf drei Pfeilern ruht. Die Widerlager und die Pfeiler wurden von unseren Kollegen halt mit Bohrpfählen gegründet. Dann kam die Pfeilkopfplatte, die Stahlbetonpfeiler und unser Heirepartner Blauenstahl hat dann den Stahlbau gemacht für den Überbau, hat den Überbau herübergeschoben und wir waren dann diejenigen, die dann grundsätzlich genommen den Stahlverbund auf den Stahlbau letztendlich vollendet haben. Im Sommer 2021 ist es hier zu einer Havarie gekommen. Die Brücke ist vom Lager runtergerutscht und ist dann ungefähr 50 cm nach unten auf den Pfeiler draufgefallen. Und damit war ganz klar, die Brücke konnte auch nicht wieder in Betrieb genommen werden. Was schließlich darin mündete, dass beide Brücken gleichzeitig gesprengt wurden und somit eine ganze Reihe von technischen Themen gelöst werden mussten, von denen wir eigentlich zu Baubeginn noch gar keine Ahnung hatten, mit Prototypen, zum Beispiel Planierraupen, die ferngesteuert unter der Brücke dann arbeiten konnten, weil man Menschen dort gar nicht in Gefahr bringen wollte. So ist gerade in dieser Phase sehr viel technisches Neuland betreten worden. Wir haben in den letzten Monaten das komplette Brückenbauwerk hergestellt, zu dem weiteren Bauwerk noch das Bauwerk der Ahltalbahn, also eine Eisenbahnüberführung und drei Regenrückhaltebecken. Immer wieder, circa alle zwei Monate, erfolgt ein weiterer Verschub der neuen Brücke. Wenn dieser Verschub erfolgt ist, wird die Brücke abgestapelt und dann beginnen unsere Leistungen, Herstellung der Betonplatte, Herstellung der Kappen, das gesamte Drumherum, Erdbauleistung und so weiter wieder zu ertüchtigen. Das, was wir damals dem Bauherrn zugesagt hatten, konnten wir heute einhalten. Wir haben eine sogenannte Punktlandung. Wir haben tatsächlich letzten Freitag noch Asphaltarbeiten ausgeführt und heute erfolgreich kann dieses Bauwerk eröffnet werden. Das A und O für die Stadt Wiesbaden ist, dass die 80.000 zusätzlichen Autos, dass die aus der Stadt wieder verschwinden und auf die Brücke kommen. Und das ist auch heute hier der entsprechende Anlass, dass das jetzt endlich dann wieder möglich sein wird. Ein total glücklicher Tag für mich und für meine Kollegen. Heute war Herr Dr. Wissing als Bundesverkehrsminister hier, Herr Al-Wazir war dann hier, haben wir letztendlich uns geglückwünscht, dahingehend für die tolle Leistung innerhalb dieser kürzesten Zeit, dieses Projekt zu erschaffen. Wir sind selbst sehr angenehm überrascht über unsere Leistungsstärke. Ich sage immer, wo die Port draufsteht, ist die Port drin. Das heißt, die gesamte Wertschöpfungskette können wir in der Port Deutschland abbilden. Hier an diesem Projekt war die Terminsicherheit ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Zusammenarbeit mit dem Kunden und natürlich auch die Transparenz der Kosten. Das Projektteam hat diese Brücke in 20 Monaten Bauzeit erstellt. Und hier Respekt an alle Porianerinnen und Porianer, die an diesem Projekt beteiligt sind. Wir haben mit POR einen sehr guten Ingenieurbaupartner gefunden und wir wollen die Geschäftsbeziehung an der Stelle in Arbeitsgemeinschaften weiter fortsetzen. Es geht so weiter, wie wir jetzt auch schon gearbeitet haben, voller Engagement. Und es ist ganz klar, dass wir das zweite große Ziel, die Fertigstellung des zweiten Brückenzuges im Sommer 2025, ebenso punktgenau hinzubekommen, wie es heute hier mit dem ersten Brückenzug gelungen ist.